Hi, ich brauche mal eure Hilfe. Und zwar geht es darum, ich erkläre euch das, ein Gleis, zwei, drei. Das sind meine drei Strecken. Da steht eine Lok drauf, da oben die zweite Dampflok, die fährt auf dem Kreis hier. Und sobald ich eine dritte, so zum Beispiel wie diese hier auf dem Kreis drauf setze, ne, ist dann irgendwann vorbei. Ich verwende das Fleischmann-System und dann leuchtet das hier auf und alles andere Ende mit dem Strom. Also F2 blinkt immer. Ich weiß nicht, was das ist. Zwei laufen super. Der Schienenkreis, wenn ich die dritte drauf setze, ist egal welche Lok. Ist das alles bombig? Auch der läuft. Hier oben ist alles bombig. Ich hoffe, mir kann mal jemand helfen. Hat das irgendwie mit den Weichen von Minitricks zu tun? Aber da ist alles okay. Ich bin ja hier fleißig am Fummeln. Ne? Auf jeden Fall schaltet dann die Anlage ab. Also die Lok fährt dann von hier zum Beispiel bis zum Tunnel ein bisschen und dann ist sie weg. Dann schaltet die ab. Vielleicht kann mir jemand helfen. Also nochmal in Kurzform. Ich habe also drei Stromkreise hier. Eins, zwei, drei. Laufen alle super. Wenn ich zwei Loks fahren lasse bei dieser Anlage hier, alles top. Alles super. Sobald eine dritte draufkommt, egal welcher Decoder, dann fängt das hier an zu bimmeln. F2 blinkt, alles aus, Ende. Ja, ich hoffe, ihr könnt mir helfen. Und in diesem Sinne noch schöne Pfingsten. Danke, würde mich echt, echt freuen. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Keine Ahnung von der ganzen Geschichte. Ach ja, und dass meine Videos so wackeln. Ich habe das immer mit einer Hand nur, aber ich habe hier Stative rumfliegen, ich suche die mal raus. Danke nochmal, frohe Pfingsten, alles Liebe, alles Gute und vielleicht hilft mir ja einer. Drei Stromkreise, alles super, die laufen auch. Allerdings dritte Lok drauf und die fährt in einer anderen Richtung, ist die Nummer durch. Danke, danke, danke.